Recht herzlich willkommen zum Pöll TV Ratgeber, liebe Zuschauer. Gut, dass Sie dabei sind, denn wir zeigen Ihnen jetzt verschiedenste Artikel, die Sie im Falle eines Notfalls, eines viel zitierten in der Presse in den letzten Tagen, Wochen und Monaten sicherlich hervorragend gebrauchen können. Und ein sehr vorherrschendes Thema in den letzten Wochen und Monaten ist sicherlich das Thema Strom, genauer gesagt die Stromversorgung auch der einzelnen Haushalte in den nächsten Monaten, speziell jetzt auch in den Monaten Januar und Februar. Was tun, wenn zu Hause auf einmal nicht wie gewohnt der Strom aus der Steckdose kommt, wenn eventuell nicht nur ein Stromausfall von einigen Stunden vorliegt, sondern auch dieser viel zitierte Blackout eventuell ein Thema werden könnte. Sie merken, ich formuliere bewusst im Konjunktiv. Aber es ist definitiv sinnvoller, für den Fall der Fälle vorzusorgen, als irgendwann da zu stehen und keine Möglichkeit zu haben, keine Möglichkeiten plural zu haben, wie die, die wir Ihnen jetzt zeigen werden. Und da werden wir wirklich für jeden, mehr oder weniger für jeden Fall, das Passende zeigen auf unserem Programm. Ja, natürlich. Strom ist ein ganz wichtiges Thema. Und wir zeigen Ihnen natürlich auch, wie Sie Strom privat generieren können. Aber ganz wichtig ist auch sowas. Vielleicht haben Sie doch schon mal gesehen, auf Ihrem Rathaus, im Landkreis oder so. Es ist ein hier ganz große Katastrophe. Und da oben Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ja, und wenn Sie das mal anschauen, was da alles drinsteht, das haben wir mal für Sie zusammengefasst. Mhm. Was ist wichtig im Notfall? Und im Moment sprechen wir ja, und da sprechen auch alle Medien und auch die führenden Medien von einem Blackout. Ja. Und dann kommen wir natürlich zu dem, was wir hier jetzt gleich auf dem Tisch sehen. Wir kommen zu Beleuchtung, wir kommen zur Information, zu Kommunikation, wir kommen zu Wasser und wir kommen zu Strom. Und genau das möchten wir Ihnen zeigen. Beginnen tun wir, ich glaube, mit der steht überall auf der Checkliste an Platz 1, alle Checklisten, die ich gesehen habe. Ja. Eine Taschenlampe. Wenn es mal wirklich dunkel wird, weil kein Strom da ist, brauche ich kurzfristig schnell Licht. Und das haben wir hier in einer wirklichen Hochleistungstaschenlampe. Die ist aus Vollaluminium, also das ist Vollmetall, was wir hier haben. Unglaublich hell mit 450 Lumen und ist auch fokussierbar. Also ich kann einen Brennpunkt wählen bis zu 300 Meter in Entfernung. Ich kann aber auch großflächig damit beleuchten. Und das ist eben so eine Taschenlampe, die jedem vorschwebt. Genau in dieser Qualität sollte sie sein. Also auch mit dem Zoom einfach drehen und dann sehen wir es, dann ist es punktiert. So jetzt, also gerade ganz eng hätten wir 300 Meter, so haben wir vielleicht noch 50 bis 100 Meter, aber dann großflächig. Das muss man eben schauen, aber ich denke, das gehört in jeden Haushalt. Das sollte nicht so eine kleine Funzel sein, die 1,50 Meter leuchtet, dass ich meinen kleinen Fifi an der Leine sehe, sondern wirklich, dass ich auch den Überblick in kompletter Dunkelheit bewahre und das in bester Qualität. Ja, grundsätzlich muss man ja sagen, wenn so ein Stromausfall kommt, und der kommt ja nicht mit 3 Tagen Vorankündigung, Achtung, am Donnerstag um 17 Uhr gibt es Stromausfall, der passiert jetzt. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen jetzt in diesem Moment auf dem Sofa, haben sich gemütlich gemacht, möchten Pöll TV Ratgeber schauen und in dem Moment geht der Strom aus. Natürlich wird man erstmal nervös, man sieht auf einmal nichts mehr, es ist alles dunkel, eventuell auch die ganze Straße runter, es ist definitiv überhaupt kein Licht mehr vorhanden. Dann sind Sie froh, wenn Sie mal eben neben sich greifen und so eine Taschenlampe zur Hand haben. Aber auch in normalen Alltagssituationen, das ist eben angesprochen, mit dem Hund mal eben raus, macht eine Taschenlampe Sinn, die ist wind- und wetterfest, ne? Ja, natürlich, wind- und wetterfest, ist aus Vollmetall. Hier sehen wir auch Trageschlaufe ist dabei. Ja, also, eigentlich, ich denke, die meisten Experten sprechen von sowas, nicht von einer 2,30 Euro Taschenlampe aus Plastik, die ein bisschen funzelt, sondern von einer richtigen Taschenlampe und die haben wir hier zweifelsohne. Ja, macht natürlich Sinn, liebe Zuschauer, eine enorme Leuchtstärke mit 450 Lumen, robust ohne Ende durch diesen Vollmetallkorpus. Ich behaupte, die kann noch mal runterfallen, ohne dass da gleich was passiert. Und auch der Preis ist durchaus attraktiv. Sie wären also nicht der Erste, der sagt, manchmal so auf jeder Etage mal eine zur Hand zu haben, ist bestimmt eine gute Idee. Vielleicht auch mal eine im Auto für gut 18 Euro mit der NC5882 und die 569. Da gehören Batterien rein. Und deswegen möchten wir Ihnen ganz gerne noch die 20er Sparpacks zeigen, die immer wieder sehr gerne bestellt werden. Unabhängig von eventuellen Stromausfällen, von einem eventuellen Blackout, möchten wir Sie natürlich also auch mit ordentlich Batterieenergie ausstatten. Und da haben wir die Doppel-A und die Triple-A-Varianten im Programm. Ja, genau, 20 Stück jeweils im Sparpack und unabhängig auch von unserer Taschenlampe. Klar, diese Taschenlampe wird mit 3 Doppel-A-Batterien betrieben, aber unabhängig davon. Es gibt so viele im Haushalt betriebene Geräte mit Doppel-A und Triple-A-Batterien. Mhm. Und viele Verbände raten auch, schaffen Sie sich genügend Batterien an, damit sie wenigstens diese Geräte dann noch betreiben können, auch über lange Zeit hinaus. Und das macht Sinn, am besten gleich 2 dieser 20er-Packs von jeder Größe, weil die braucht man ja sowieso immer. Definitiv, liebe Zuschauer. Haben wir in der Variante Doppel-A für 7,59 Euro, nochmal wohlgemerkt,
20 Stück sind das in der Set-Zusammenstellung, haben wir mit der PX1569 und der 569. Wir haben aber auch die etwas dickeren, das ist die Variante Triple A, das für 6,64 Euro, auch das sind 20 Stück mit der PX1565 und die 569. Denken Sie auch bitte hier gerade jetzt an die Vorweihnachtszeit, Sie werden vielleicht Lichterketten haben, die batteriebetrieben sind, Sie werden die LED-Echtwachskerzen haben, vielleicht das ein oder andere LED-Licht, was auch rund um den Haushalt gerne mal mit Batterie betrieben wird. Also ruhig mal beide Sets bestellen, das macht definitiv Sinn, dann hat man mal eine gute Handvoll an Batterien zu Hause. Und ich glaube mal, so eine kleine Stromreserve macht definitiv Sinn. Also die Variante Doppel-A für 7,59 Euro und die Triple-A für 6,64 Euro, PX1569 und die 569 und die PX1565 und die 569. Kommen wir noch mal zum Thema Licht zurück. Das, was wir Ihnen jetzt zeigen möchten, ist relativ neu bei uns im Programm und schon jetzt ein sehr begehrter Artikel. Und das zeigen wir jetzt im Zweierset. Richtig. Also wir bekommen gleich zwei dieser Lampen und das für wirklich kleines Geld. Das ist so eine 3-in-1-Lampe. Einmal ist es eine Handlampe, so wie Diana sie es hat. Da kann ich überall hinleuchten, habe die ganz bequem in der Hand. Wir sehen den Ständer. Den Ständer kann ich jetzt natürlich auf den Tisch stellen oder an der Wand befestigen. Dann haben wir einfach eine feststehende Beleuchtung und wir haben hinten sehen wir den Micro-SD-Anschluss, wir haben eine akkubetriebene Lampe. Oh, super. Das ist auch ganz wichtig, da muss ich nämlich gar nicht nach Batterien schauen. Und vorne sehen wir noch so einen kleinen Punkt, ja, diesen hier. Und das ist ein Bewegungssensor. Und jetzt kannst du hinten auf Automatik stellen, stellst die Lampe zum Beispiel in Flur, in Keller, ganz egal wo. Sobald Bewegung von der Lampe registriert wird, geht sie an und leuchtet dir den Weg. Ein Zweierset ist sehr, sehr praktisch, weil es gibt immer mal zwei Orte, die man hier nutzen will. Vielleicht stellt man es auch einfach nur auf den Nachttisch, ja, um eben im Notfall auch sofort eine Lampe griffbereit zu haben. Oder auch unters Bett. Es wird einer sagen, warum unters Bett? Ganz einfach, dann Bewegungssensorik einschalten. Und wenn Sie nachts mal zur Toilette müssen oder was anderes, sobald Sie den Fuß aus dem Bett machen, ist indirekt beleuchtet, ohne den Partner nebendran zu wecken. Aber man stolpert da nicht und schlägt sich auch nicht den kleinen Zeh an Möbelstücken an. Ja. Darf man dann natürlich auch mitnehmen in Hotels, wo man sich nicht auskennt. Hier sehen wir eine Variante Kellerabgang. Da ist es an der Wand installiert. Aber das Schöne ist, man kennt das aus früheren Filmen, wenn da Fackeln irgendwo an der Wand waren, dann wurde die Fackel von der Wand genommen, wurde mitgenommen und dann hast du Licht gehabt. Ja, das ist die moderne Fackel. Also wenn du jetzt in den Keller runtergehst, halbe Strecke jetzt in dem Beispiel, hast du da schon mal beleuchtet, dann nimmst du dir die einfach runter von der Wand und hast dann deine Taschenlampe und nachher wieder hoch. Und wenn dann der Akku langsam mal zur Neige geht, einfach wieder ans Ladegerät dranhängen. Und damit ist man eigentlich auch bestens versorgt, auch wenn mal ein längerfristiger Stromausfall sein sollte. Zweier-Set wohlgemerkt, für 23,74 Euro jetzt schon ein unglaublich beliebter Artikel bei uns im Programm, weil man eben hier ein zuverlässiges Licht hat über den Bewegungsmelder, aber eben auch mal eben schon eine Taschenlampe zur Hand hat. Bei mir wäre sie perfekt, mal so als Bewegungslicht für den Flur. Wenn ich jetzt zum Wohnzimmer, vom Wohnzimmer aus ins Schlafzimmer gehe, dass ich nicht jedes Mal immer gucken muss, dass ich irgendwo eine Lichtquelle habe. Aber auch mal ganz interessant, wenn ich mal zum Müllraum runtergehe, da ist es bei uns stockfinster, da gibt es einfach kein Licht. Dann habe ich mal eben schnell eine zuverlässige Lampe zur Hand, die ich ganz einfach da wieder mit hochnehme und wieder in den Standfuß reinstelle. Also eine ganz, ganz praktische Variante. Aber wie gesagt, das sind zwei Stück. Macht natürlich Sinn, da jetzt einfach mal zuzugreifen, um eine zuverlässige Lichtquelle zur Hand zu haben. Ja, Müllraum war übrigens ein gutes Beispiel. In Dunkelheit kannst du die blauen nicht von den gelben, den grünen oder grauen Tonnen oder welche Farbe wir alle haben unterscheiden. Und dann wird Mülltrennung richtig schwer, nicht weil man es nicht machen will, sondern weil man die Farben der Tonnen nicht mehr erkennt. Da ist so ein Licht natürlich auch Gold wert. Also das ist auch eine Lampe, auch ohne jede Katastrophe, ohne alles, was passiert, ist die sehr nützlich in jedem Haushalt. Ja, aber eben auch mal im Stromausfall, wie gesagt, egal ob es ein paar Stunden sind, gerade jetzt in der Winterzeit, Sie wissen, es wird spät hell, dafür früh wieder dunkel, da braucht man natürlich immer mal ein zuverlässiges Licht, ganz besonders dann, wenn der Strom mal nicht wie gewohnt über den Schalter am Eingang eines Zimmers anzuschalten ist. Für knapp 24 Euro das Zweierset mit der ZX6230 und die 569. Aber bleiben wir ruhig noch mal einen kleinen Moment beim Szenario eines Stromausfalls oder bei einem eventuellen Blackout. Die Presse redet davon, in jeder Talkshow hört man mittlerweile etwas davon. Und ich weiß, dass viele von Ihnen über diesen Fall gerne auch mal nachdenken, wenn man ganz einfach gewappnet sein möchte. Und da macht natürlich Informationsvermittlung einen ganz besonderen Sinn, weil man ganz einfach wissen möchte, was ist denn eigentlich los da draußen? Ja? Wie lange dauert das eventuell noch und was passiert hier gerade jenseits meiner Haustür? Und da macht natürlich ein Radio Sinn, vor allem eins, was ich permanent mit Strom betreiben kann. Weil wir kennen das alle von irgendwelchen Katastrophenfilmen. Wenn wirklich alle Stricke reißen, das letzte noch funktionierende Medium ist das Radio. Ja. Ja? Und das wird auch langfristig so sein, und zwar ein analoges Radio.
Radio, weil auch digital würde dann in diesem Fall des Blackouts irgendwann mal zusammenbrechen, auch wenn Radiosender alle Notstromaggregate haben. Aber dieses Radio ist akkubetrieben, wird also ganz normal aufgeladen und kann dann 12 Stunden dudeln. Aber was ist dann nach den 12 Stunden? Und da kommen wir jetzt zum wichtigen Punkt. Dieses Radio ist selbstversorgend. Hier oben ein Solarpanel, das heißt, bei Tageslicht lädt sich der Akku auf. Aber hier kommen wir noch zu was viel Wichtigerem. Hinten, wenn mal die Sonnenlicht auch nicht mehr ausreicht, ja, haben wir eine Kurbel. Und jetzt nicht wie beim Fahrrad, solange ich kurble, höre ich dann Musik oder habe Licht, sondern eine Minute kurbeln, knapp 15 Minuten Radiogenuss. Oh, cool. Also das ist wirklich sehr, sehr effektiv. Wir haben auch nicht nur UKW, sondern auch Mittelwelle. Und das ist auch was ganz Wichtiges, weil Mittelwelle eine wesentlich größere Radiosendereichweite hat als UKW. Mhm. Das heißt, wenn auch wirklich in der näheren Umgebung alles ausfällt, dann kann man immer noch außerhalb seiner Region Mittelwellensender empfangen. Und wenn es mal spitz auf Knopf geht und man braucht Hilfe, dann haben wir auch noch eine Alarmanlage eingebaut, das Licht. Und jetzt hören Sie es. Mach bitte wieder aus. Ne? Jetzt ist gerade keine Gefahr im Verzug. Aber Sie sehen, das ist auch noch dran gedacht. Und was mich vor allem begeistert, egal was passiert, dieses Radio wird Strom haben, entweder über die Sonne oder über den Kurbel, über den Dynamo, den wir da hinten haben. Und wenn Sie das da noch wollen, da sehen wir einen USB-Anschluss, haben Sie auch noch mal Notstrom für die Akkulampe, die wir gerade hatten, oder auch für ein Mobilfunkgerät. Das heißt also auch mal eben eine kleine Powerbank ist auch noch mit eingebaut. Macht natürlich Sinn, unabhängig von einem Notfall, von einem Katastrophenfall wie einem Stromausfall oder einem eventuellen Blackout ist es natürlich klasse, immer mal ein schönes Radio zur Hand zu haben. Besonders eins, was man nicht immer extra an der Steckdose mit Strom versorgen kann, sondern was sich ganz einfach über Solarenergie versorgt oder zur Not eben auch mal in der Dunkelheit mit der Kurbel, um mal die neuesten Nachrichten zu hören, um mal die Sportergebnisse zu hören oder ganz einfach ein bisschen Musik dabei zu haben. Sei es mal am Strand, am Baggersee oder vielleicht auch mal in der Küche oder an der Werkbank. Liegt bei uns bei keinen 30 Euro, ist jetzt unglaublich beliebt, relativ neu noch bei uns im Programm, mit der ZX3273 und der 569. Bleiben wir noch ein paar Minuten beim Thema Kommunikation, Information. Da ist es natürlich dann so eine Sache, ob bei einem Stromausfall tatsächlich dann das Festnetztelefon noch so funktioniert. Weiß ich nicht, wage ich aber zu bezweifeln. Auch das Handynetz wird wahrscheinlich nicht mehr so zuverlässig laufen, wie man sich das vorstellen kann. Kann sein, muss aber nicht. Aber wenn es so ist, sind Sie froh, wenn Sie ein vernünftiges Funkgerät zur Hand haben. Also eine Frage kann ich gleich konkret beantworten. Bei einem Blackout, bei einem kompletten Stromausfall wird das Festnetztelefon nicht mehr funktionieren, weil das steckt ja in der Steckdose. Richtig. Überhaupt keine Chance, da brauchst du Strom. Mobilfunk wird noch recht lange funktionieren, aber auch da wird irgendwann mal Ende sein. Ich glaube, auch alle Mobilfunkausrüster haben aufgerüstet mit Notstromaggregaten und Ähnlichem. Aber in letzter Instanz werden die Telefonsignale, wie wir sie kennen, in digitaler Form nicht mehr funktionieren. Und dann kommt sowas ins Spiel. Ja, und das sind Hochleistungsfunkgeräte. Natürlich ein Set, richtig klein, handlich, batteriebetrieben. Sie haben ja jetzt vorhin auch schon genügend Batterien bestellt. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, natürlich den anderen zu rufen, aber zu kommunizieren. Und zwar jetzt nicht nur, wenn wir nebeneinander stehen, sondern über 10 Kilometer Entfernung. Und das geht absolut rauschfrei. Das ist eine unglaubliche Klangqualität. Eine Zusatzleuchte haben wir noch drin. Und jetzt hast du auch die Möglichkeit, weil dann würden viele, in dem Fall wirklich viele, auf Funkfrequenzen umsteigen. Und hier hast du die Möglichkeit, auch noch freie Frequenzen zu suchen. Wir haben 8 Kanäle mit insgesamt 38 Unterkanälen. Und so kannst du dich mit deiner Familie verständigen. Jetzt sage ich mal, komm, fahr du mal zur Mutter, schau, wie es ihr geht. Ja, ich fahre zu meiner Mutter. Und dann kann man trotzdem noch miteinander kommunizieren. Also ich sage jetzt mal, außerhalb von jeder Katastrophe ist es ein tolles Hilfsmittel, wenn du Konvoi fährst, wenn du Geocaching machst, wenn du wandern gehst oder für die Kinder, die damit richtig gerne spielen, auch bei Veranstaltungen, wenn mal Getränke leer gehen, Sepp, füll mal das Bier auf. Ja. Und alles das geht, aber ich sage, im Notfall ist es unter Umständen die letzte noch funktionierende Art zu kommunizieren, ist übrigens in der ganzen EU freigegeben, diese Walkie-Talkies inklusive der Schweiz, also man darf sie überall in Europa benutzen und das ist auch immer ganz wichtig, das heißt Private Mobile Radio, PMR ist hier die Bezeichnung und die sind frei, aber ich würde sie für wenig Geld einfach zur Sicherheit noch holen. Ja, und die haben eine ordentliche Reichweite, wir haben es getestet, du erinnerst dich, Ralf, im letzten Spätsommer war es, glaube ich, knapp 8 Kilometer wohnst du weg von hier, 10 Kilometer Reichweite haben wir mit den Dingern.
Und das hat problemlos funktioniert. Von seinem Wohnzimmer aus, vom Sofa aus, bis in unser Studio hinein. Hatten wir also eine brillante Sprachqualität. Zur Not übrigens auch mal die Vox-Funktion, ohne dass Sie auf den Knopf drücken. Dann funktioniert das quasi wie so eine Art Babyphone, wenn man so möchte. Übrigens auch das ein gerne gewähltes Anwendungsgebiet für unser Zweier-Set PMR-Funkgeräte. Knapp 32 Euro, 32,29 Euro, um genau zu sein, mit der PX2319 und der 569 zu haben. Das Ganze batteriebetrieben, das heißt mit den nötigen Batterien. Können Sie immer weitermachen. Trinkwasser, nicht nur zum Überleben, sondern natürlich auch für die hygienischen Ansätze, macht immer Sinn. Aber wo soll man die aufbewahren? In einem alten Tetrapack? Also müssen wir erstmal sprechen, warum. Nicht nur Trinkwasser, sondern auch Nutzwasser. Viele Experten sagen, wenn wirklich kompletter Stromausfall ist, wird früher oder später auch die Wasserversorgung, ich sage jetzt mal, zu wünschen übrig lassen. Das wird in Großstädten natürlich viel schneller als auf dem Land passieren, aber irgendwann wäre es da mal soweit. Und was nützen Ihnen dann die Nudeln, die Sie vielleicht schon ein bisschen mehr gekauft haben, wenn Sie kein Wasser haben zum Kochen? Ja. Und das ist jetzt genau der Moment. Wenn es wirklich mal zum Blackout kommt, dann schnappen Sie diese Kanister, so klein sind die. Und wir haben ein Dreier-Set, also da sehen wir es zusammengefaltet gleich, das ist schon gefüllt. Können wir mit der Kamera mal aufs Zusammengefaltete gehen? Da, so klein ist es. So stellen Sie es jetzt in den Keller. Und sollte es wirklich zu einem Blackout kommen, dann funktionieren die Wasserhähne noch. Dann füllen Sie das und stellen sich Wasser in den Keller. Zum Zähneputzen, Toilettenspülung, Nudeln kochen, natürlich auch rasieren, Zähneputzen und vieles mehr. Und Trinkwasser brauchen wir auch. Und dann haben Sie hier, das ist ein Dreier-Set, 20 Liter, 60 Liter pro Set Ersatzwasser. Man sagt so Pi mal Daumen Minimum pro erwachsenen Menschen Trinkwasser, 10 Liter. Ja? Jetzt haben wir vielleicht auch noch Sprudelflaschen genügend im Keller, sodass man mit Trinkwasser oder Trinksachen vielleicht sogar ausreichend versorgt ist. Aber das Nutzwasser, das darf man nicht vergessen. Wenn du mal 3 Tage keine Toilettenspülung benutzt, dann wirst du dir wünschen, dass du irgendwo noch ein paar Liter Wasser übrig hast. Ja? Viele sagen auch, ach, wenn das so weit kommt, lasse ich mal die Badewanne voll laufen, dann habe ich ja eine Badewanne voll Wasser. Das wird abstehen, das wird Schal und das ist keine gute Lösung. Das hier ist eine gute Lösung. Camper kennen das sowieso. Kaffee für Wasser für die Kaffeemaschine oder um auch mal das Geschirr am Campingort abzuwaschen. Aber jetzt ist es eben auch interessant für Privatleute. Man sollte das Problem nicht unterschätzen. Ich sage ja, auf dem Land, da haben wir vielleicht noch einen Fluss nebendran, wo wir im absoluten Notfall da noch Nutzwasser rausholen können. Das hat man in der Stadt nicht. Ja? Da ist kein Fluss nebendran. Und in der Stadt wird es zu Wasserknappheit wesentlich schneller kommen, das sagen alle Experten, als auf dem Land. Und es ist auch klar, wenn da ein Hochhaus mit Wasser versorgt wird, 30 Stockwerke oder ähnliches, dass da mehr Druck und mehr Energie gebraucht wird und das dann wahrscheinlich auch früher zusammenbricht. Deshalb ist sowas einfach clever. Ja, also da bitte auch rechtzeitig drüber nachdenken. Wir zeigen Ihnen hier gerade ein Dreier-Set mit 3x20 Liter Fassungsvermögen. Gerne dürfen Sie bei allen Artikeln natürlich, aber speziell auch in diesem Fall mehrmals zugreifen, wenn Sie jetzt eine etwas größere Wassermenge ganz einfach mal auf Vorrat zu Hause haben wollen. Das Ganze BPA-frei, also lebensmittelecht. Und Sie sehen natürlich auch rein und wissen ganz genau, wie sieht das Wasser denn eigentlich aus. Ist es grün oder braun oder ist es noch so, dass man es trinken kann? Für 43,69 Euro können Sie es bei uns bestellen, als Dreier-Set wohlgemerkt mit der NX8695. Und die 569. Das behaupte ich, waren diesmal so ein paar Kleinigkeiten, liebe Zuschauer. Jetzt werden wir uns mal mit dem Thema Stromversorgung im Allgemeinen befassen. Und wir haben schon einige Ratgeber gezeigt und einige Pressestimmen auch gehört, wo es heißt, sorgen Sie vor mit eigenen sogenannten Notstromaggregaten. Und das, was wir Ihnen jetzt zeigen werden, ist so eine Art Notstromaggregat. Das ist ein Notstromaggregat, das ist ein Inverter-Generator. Warum Inverter? Inverter heißt Wechselwandel, das ist ganz wichtig, weil dieses Gerät eigentlich weniger Energie braucht als ein herkömmlicher, ganz normaler Generator, also Dieselgeneratoren, die man kennt. Und Sie haben vielleicht auch die Schlagzeilen gelesen, da sehen wir es, Regierung rät zu Notstromaggregaten. Warum? Weil immer wahrscheinlicher wird, was viele Experten das bestätigen, dass es trotz aller Bemühungen zu einem Blackout kommen kann. Viele sprechen auch von einem Brownout, vielleicht haben Sie auch diesen Begriff schon mal gehört. Das ist, wo dann gezielt Regionen der Strom abgeschaltet werden, langfristig, um einen Blackout zu verhindern. Man kennt das vielleicht vom Ballonfahren, da sagt man Lasten abwerfen, dann bleibe ich in der Höhe, dann sinke ich nicht ab. Da sehen wir, das ist hier vom Brownout, kleine und regelmäßige Stromabschaltungen. Netzbetreiber warnt vor Stromabschaltungen und das nennt man neudeutsch, ich weiß nicht, ob das ein neu kreierter Begriff ist, Brownout. Sorge vor Blackouts bleibt bestehen und wir haben es vielleicht auch in der Presse verfolgt, die EU-Kommission beschafft sich damit hier Blackout-Gefahr aktuell wie nie. Bund Bürgern
zu diesen Vorbereitungen. Und da kommt so eine ganze Liste, da sind übrigens viele von denen, was wir hier haben, eben genauso benannt. Ja, ja. Und wir sehen das, alle führenden Nachrichtenagenturen sprechen eigentlich darüber. Und es ist keine Verschwörungstheorie mehr. Ich habe das in ARD, in ZDF, im RTL, im Stern gesehen, in Fokus. Also wirklich, man kann sagen, flächendeckend alle Medien. Und solche Generatoren, die gehören dazu. Jetzt muss man nur schauen, was möchte ich dann im Notfall noch betreiben? Hier haben wir einen Generator, einen Inverter-Generator, der es möglich macht, über zwei Steckdosen insgesamt 2000 Watt zu entnehmen, also Geräte bis zu 2000 Watt zu betreiben. Nur mal ganz kurz, ein einzelner Stromkreis hat bei Ihnen mit 16 Ampere abgesichert die Möglichkeit, 3600 Watt abzunehmen, also zu sichern und herzugeben. Also hier 2000, ich sage es mal, eine kleine Variante für die wichtigsten Geräte, Kühlschrank, Gefriertruhe, vielleicht auch die Heizung. Bei der Heizung würde ich übrigens jedem noch mal raten, egal ob Öl oder Gas oder Pellets, zu schauen, wie die angeschlossen ist. Natürlich gibt es da auch elektrische Elemente. Einmal das Steuermodul und einmal die Pumpen. Und es könnte sein, dass irgendetwas fest verkabelt ist in einer Abzweigdose. Dann sollte man sich noch darum kümmern, dass da einfach von einem Elektriker eine Schuko-Steckdose hingesetzt wird. Ja. Und dann ist es ein einfaches, auch die Heizung mit so einem Generator zu betreiben. Jetzt haben wir hier natürlich auch wir haben Vor- und Nachteile. Vorteile von Inverter-Generatoren ist ganz einfach, dass ich 24 Stunden, 7 Tage in der Woche meinen eigenen Strom erzeugen kann. Was ich machen muss, ist Sprit wieder nachfüllen und dann geht das. Der Nachteil ist, ein Generator, und das gilt für alle drei, die wir in dieser Sendung haben, ist natürlich oder besitzt einen Verbrennungsmotor. Hier ist das ein 4-Takt-Benzinmotor, aber Verbrennungsmotoren erzeugen Abgas. Und das heißt, ich kann dieses Gerät und darf dieses Gerät nicht in geschlossenen Räumen verwenden und natürlich ist es, ich sage jetzt mal, macht es Geräusche. Ja? Es ist nicht ganz leise, obwohl Inverter-Generatoren wesentlich leiser sind als normale Generatoren. Der ist voll verkleidet hier, ne? Erstens mal voll verkleidet und zweitens passt der seine Drehzahl der entnommenen Leistung ab. Das heißt, nur wenn du wirklich volle 2000 Watt willst, dann läuft er mit voller Drehzahl. Der passt sich an mit dem kleinen Drosselungsschalter, den wir hier unten haben, und zwar an das, was benötigt wird. Wenn du jetzt nur 300 oder 400 Watt entnimmst, dann fährt er die Drehzahl entsprechend runter, braucht auch weniger Sprit, hat weniger Lärmentwicklung. Aber hier ist, ich sag mal, das Grundmodell tragbar. Es passt in jeden Kofferraum, das können wir sagen. Und da sehen wir natürlich Tankstutzen, ganz normales Benzin. Kein Gemisch und nichts, ganz normales Benzin. Genau, das ist ja ein 4-Takt-Motor. Gemisch brauchst du eigentlich immer nur bei 2-Takt-Motoren. Ja. Wichtig ist, aber das steht auch in der Bedienungsanleitung am Anfang, musst du noch ein bisschen Öl, Motoröl, also so wie beim Auto auch, einfüllen. Und dann läuft der Motor wie ein Kätzchen. Das werden Sie zu schätzen wissen, wenn mal ganz einfach der Strom nicht mehr so wie gewohnt aus der Steckdose kommt, seien es mal ein paar Stunden oder sogar ein paar Tage, wenn dieser Fall tatsächlich eintreten sollte, dass dieser viel zitierte Blackout oder auch ein Brownout, je nachdem in welcher Region man ist, dann eventuell dann doch bittere Realität wird. Dann ist man froh, wenn man mal eben kurz rausgehen kann und schmeißt mal eben so einen Viertaktmotor an, so einen Benzininvertergenerator. Vielleicht noch unser Tipp ganz am Rande, nehmen Sie vielleicht noch einen Kanister mit Benzin oder zwei, stellen ihn vielleicht daneben. Denn man weiß ja nie so wirklich, wie lange dauert dieses ganze Szenario eigentlich. Sind es ein paar Stunden, sind es ein paar Tage? Und glauben Sie mir, spätestens nach 2, 3 Tagen ohne Strom werden Sie diesen Strom sehr vermissen. Wenn Sie so eine, nennen das mal Versicherung, in der Hinterhand haben, werden Sie wahrscheinlich sehr glücklich sein. Und das ist auch der Grund, warum wir es immer wieder anbieten, Ralf. Ich persönlich habe auch eine private Haftpflicht, ja, und hoffe immer, dass ich sie niemals brauche. Aber wenn ich sie brauche, bin ich froh, dass ich sie habe. Mit so einem Generator sieht es genauso aus. Also Versicherung ist ein gutes Wort. Ihre Stromversicherung, um sich selber ein bisschen sicherer zu fühlen und auch für die Familie was zu tun. Was können wir heute denn noch als für unsere Familie beschützen? Vor wilden Tieren brauchen wir sie nicht mehr beschützen. Nicht mehr, ne? Das hier ist so ein kleiner Schritt. Ja. Da kann ich einfach sagen, viele Experten sagen es, es ist möglich, dass was passiert. Und wenn was passiert, bin ich mit meiner Familie gerüstet. Hier also 2000 Watt. Und jetzt gehen wir mal davor. Diana, willst du mir mal folgen? Wir gehen mal nach vorne an den nächsten. Und ich habe vorhin gesagt, ein normaler Stromkreis, der braucht 3000 oder hat die Möglichkeit, 3600 Watt zu entnehmen. Und wenn Sie genau so etwas aufrechterhalten wollen, dann kommt unser zweites Gerät hier in Frage. Also hier 3500 Watt, die ich entnehmen kann, auch wieder
sogar mit Viertakt-Benzinmotor, also auch bitte im Freien benutzen, vielleicht einen Unterschlag bauen, ja, damit er nicht direkt dem Wetter ausgesetzt ist. Und dann werfen Sie ihn an. Ganz einfach an der Zugleine. Wir haben das mal gemacht, ein Zug und er springt an. Das ist anders als beim Rasenmäher, das ist ein Zweitaktmotor. Also einmal ziehen und er springt an. Und jetzt hast du sogar in der Spitze, weil viele Geräte einen höheren Anlaufstrom brauchen, bis zu 3800 Watt. Ja, also es ist einfach sowas, was man vielleicht nur von Feuerwehr oder von THW kennt, jetzt für den Privatgebrauch und es ist endlich lieferbar. Das ist nagelneu bei uns im Programm. Wir haben lange drauf gewartet. Seit gestern ist die Lieferung verfügbar. Das heißt aber nicht, bis jetzt in aller Ewigkeit, weil die Nachfrage ist riesengroß, ja, gerade nach diesem Modell. Es ist trotz der Größe und der Leistungsfähigkeit immer noch handlich. Diana, würdest du mir mal kurz zur Hand gehen? Wir nehmen es ganz einfach mal in die Hand. So, und da sehen Sie, machen Sie mit Ihrem Partner, stellen Sie es dorthin, wo es erreichbar ist, dann Verlängerungskabel rein. Eins runter in den Keller, die Heizungsanlage muss aufrechterhalten sein. Stellen Sie mal vor, Ihre Frau muss morgens mit 12 Grad kaltem Wasser duschen. Oder Ähnliches, also das können Sie, und frieren wollen wir auch nicht. Es ist zwar im Moment noch recht mild, aber diese Blackout-Szenarien, die sind hier alle so in die höchste Heizperiode, wenn wirklich alles auf einmal kommt, sind die eigentlich durchdacht von vielen Experten, die sagen, höchste Wahrscheinlichkeit ist Ende Januar, Mitte, Ende Januar, Anfang Februar. In der Zeit wird die kälteste Jahreszeit erwartet und dementsprechend das höchste Energieaufkommen. Und auch wenn es jetzt immer so eine trügerische Sicherheit gibt, Gas, haben Sie das auch gehört, die Gaslager sind voll, ja? Aber haben Sie auch mal tiefer gebohrt, haben geschaut, was bedeutet das? Die Gaslager, die reichen für 30% des Energiebedarfs. Das heißt, wenn da nichts nachkommt, dann sind die gar nicht mehr lange voll. Voll hört sich immer toll an, voller Tank, da fahre ich auch ganz locker. Ja, aber wenn er mal auf Reserve ist und es kommt keine Tankstelle, dann mache ich mir Sorgen. Und so können Sie sich das auch mit den Gasvorkommen natürlich vorstellen. Wir sind alle froh, wenn nichts passiert. Wenn auch dieses Jahr und nächstes Jahr, 2023, so alles weiterläuft mit der Energieversorgung, wie wir es gewohnt sind, mit einem recht stabilen Stromnetz. Aber sollten die Experten recht haben, und sie haben leider oftmals recht, dann droht uns zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Blackouts. Hier sehen wir jetzt mal Diana in totaler Finsternis. Sie hat eine Taschenlampe zur Hand. Das ist schon mal sehr lobenswert. Und sie hat auf dem Balkon in dem Fall, also im Freien, ganz wichtig, ein Notstromaggregat. Den wirft man an, legt da eine Kabeltrommel oder natürlich auch ein Verlängerungskabel dorthin, wo man es betreiben will. Wir haben gerade diesen Ökonomiemodus noch gesehen. Mhm. Da schaltest du ein, dass die Drehzahl geregelt wird nach dem Verbrauch, der angehängt wird. Ja. Und jetzt geht's los. Und das war, Diana, war wirklich nicht schwer, den anzuwerfen, oder? Das war super einfach. Wirklich, ich glaube, dass jeder kann machen. Und ich glaube, das ist wirklich sehr gutes Sicherheitsgefühl bei jedem. Also Sicherheit, das ist das Stichwort, das Wichtigste. Und Carsten hat vorhin gesagt, Versicherung, das ist Ihre oder wird Ihre Stromversicherung. Und ich glaube, für den Fall der Fälle sind Sie froh, wenn Sie eine solche Versicherung haben. Denn Sie haben dieses Szenario eben gesehen. Der Stromausfall, sollte er denn kommen, passiert ja von jetzt auf gleich. Nochmal, der wird nicht angekündigt. Achtung, in 3 Tagen. Am Donnerstag um 19 Uhr gibt es den Stromausfall, der wird 4 Tage dauern. Kein Mensch weiß, wie lange es dann dauert. Es können ein paar Stunden, es können im schlimmsten Fall aber auch ein paar Tage sein. Sie sitzen im Dunkeln und im Kalten und damit kann man dieses Problem ganz einfach umgehen. Für knapp 760 Euro lieferbar aktuell ab Lager mit der ZX8283 und die 569. Aber wir haben noch ein absolutes Highlight hier für Sie. Und das ist der momentan beliebteste sogenannte Benzin-Inverter-Generator, den wir haben. Und der hat noch diese praktische Trolley-Funktion. Das ist für unsere zierliche Diana überhaupt kein Problem, den von A nach B zu transportieren. Richtig, dorthin transportieren, wo er eingesetzt werden muss, wo ich ihn will. Und hier haben wir sogar einen Spitzenstrom bis zu 4000 Watt. Dauerbelastung, das ist immer das Wichtige, 3600 Watt. Natürlich auch USB-Anschlüsse, 12-Volt-Anschlüsse. Aber das Wichtige sind die blauen Klappen. Das ist die 230 Volt. Ich darf da übrigens dann auch natürlich Mehrfachsteckdosen anschließen. Aber was hier ganz besonders ist, und ich nehme jetzt mal ganz bequem Platz nebendran und möchte es Ihnen zeigen. Hier ist etwas, das nennt sich ATS. Und das ist etwas Besonderes, was man eigentlich nur aus Krankenhäusern oder ganz hohen offiziellen Stellen kennt. Weil hier hat man die Möglichkeit, das
Gerät selbst einschalten zu lassen. Also wir kennen das von Krankenhäusern, wenn im Krankenhaus mal aus irgendeinem Grund Stromausfall ist, dann geht es einen kurzen Moment und dann fährt der Strom wieder hoch. Nicht, weil er von außen wieder kommt, sondern weil Notstromaggregate die Arbeit übernehmen. Und wenn Sie, das müssen Sie aber nicht, das ist eine Option, praktisch den Stromkreis hiermit verbinden, mit diesem ATS-Stecker, das ist auch gar keine große komplizierte Sache, mit diesem Sicherheitsstecker, dann merkt der Generator, wenn kein Strom vom Netz mehr kommt und übernimmt dann praktisch eine Minute später die Stromproduktion. Also das kann man machen. Aber wichtig ist hier die Flexibilität, die Leistungsstärke. Auch hier ein 12-Liter-Tank, der wirklich stundenlang für Ihre Energie sorgt. Und auch hier ein Inverter-Generator. Und da wollte ich vorhin noch, alles drei sind Inverter-Generatoren. Da haben wir verschiedene Vorteile. Erstens mal, die Drehzahl wird angepasst. Also ich verbrauche nur so viel Sprit, wie notwendig ist. Bei einem normalen Generator, der hat zum Beispiel immer 3000 Umdrehungen, der erzeugt immer den gleichen Strom, egal wie viel ich brauche. Weniger Geräusche, aber was noch wichtiger ist, eine permanent gleichbleibende Spannung mit 230 Volt. Bei Generatoren hat man oftmals, je nach Drehzahlschwankungen, mal, ich sag mal 210, mal 250 Volt. Und das schlucken elektronische Geräte nicht einfach so runter. Die könnten kaputt gehen oder erst gar nicht anlaufen. Hier kann man sicher sein, bei all unseren Invertern, dass hier immer eine gleichbleibende 230 Volt Spannung herauskommt. Und somit ich alle steuerbaren Geräte auch betreiben kann. Elektronik, gerade ich spreche von Heizanlagen, die sind ja heutzutage sehr kompakt mit Elektronik. Und deshalb ist das hier wirklich eine gute Wahl. Das ist unser leistungsstärkster, unser beliebtester. Den müssten Sie bitte vorbestellen. Ja, das ist der einzige unserer Generatoren, der jetzt im Moment nicht lieferbar ist. Gestern war es übrigens noch. Da sehen Sie, wie groß die Nachfrage ist. Hier 4,6 kW, das sind knapp 6 PS. Viertaktmotor, also auch sehr laufruhig, sehr einfach anzuwerfen. Auf Wunsch sogar, wenn Sie es voreingestellt haben, mit einer Fernbedienung, also per Elektrostarter oder sogar automatisch über die ATS-Funktion. Also das ist absolut unser, wie soll man so sagen, Spitzenprodukt. Auch die Nachfrage ist riesengroß. Wenn Sie sagen, das Beste ist gut genug für Sie und Ihre Familie, dann bestellen Sie den einfach vor. Und den haben wir natürlich auch jetzt aktuell, wenn Sie jetzt vorbestellen, zum TV-Sonderpreis. Und das ist Ihr Vorteil als Pöll-TV-Zuschauer. Im Vergleich zum sowieso schon günstigen Preis unserer Kollegen von Pöll.de sind hier nochmal locker 60 Euro Preisersparnis drin. Das sind schon mal so, ja, mit Sicherheit ein paar Liter Sprit, die man sich da auf die Seite tun kann. Super finde ich auch, dass der einen 12-Liter-Tank hat. Das heißt also, je nachdem, wie viel man anschließt, in der Nacht braucht man vielleicht nicht ganz so viel Strom. Da kommt man mal eine Nacht mit, oder? Blöd ist, wenn du da morgens um 3 oder um 4 Uhr aufstehen musst, wenn du auf einmal merkst, ah, der Generator geht aus, weil der Sprit alle ist. Hier kommt man also ohne weiteres auch mal locker über die Nacht, egal wie lange sie dauert. Trolley-Funktion natürlich ebenfalls mit dabei. Deswegen bitte vorbestellen und sich den günstigen TV-Sonderpreis sichern mit der ZX8247 und der 569. Und damit haben wir, glaube ich, den Bereich mit den Generatoren, mit der permanenten Stromversorgung, speziell im Außenbereich, hervorragend abgedeckt. Da war mit Sicherheit ein Modell für Sie mit dabei. Jetzt reden wir mal mit der direkten Stromzulieferung quasi an den Geräten selber. Und da haben wir diese tollen Powerpacks im Programm. Ja, Stromspeicher kann man sagen. Ja. Also nochmal, Stromerzeuger, Generatoren müssen im Außenbereich hier mit Geräusch natürlich betrieben werden. Wer es leise will und wer auch gar keinen Garten hat oder gar keine Möglichkeit, Generatoren zu betreiben, der sollte zu Stromspeichern hier greifen. Und wir haben gleich vier Kombinationen, verschiedene Kombinationen. Das ist der Stromspeicher hier mit, kurz zu den Fakten, 155 Wattstunden. Und mit dem kann ich Geräte bis zu 180 Watt betreiben. Mhm. Allein über, und das ist ja das Besondere, allein über die 230 Volt Steckdose Gerät bis zu 100 Watt. Das hier ist perfekt als Einstiegsmodell oder auch als Zweit-Powerpack geeignet. Und wir haben ein Paket, weil wir sagen, die müssen ja auch bei Stromausfall wieder aufgeladen werden. Ja, und deshalb haben wir das gemeinsam mit einem leistungsstarken Solarpanel. Und zwar in dem Fall mit einem 60 Watt Aluminium monokristallinen Solarzelle. Anschluss, Kabel sind dabei, Adapter sind dabei. Und das hier ist die Kombination. Das heißt, ich kann jetzt Geräte bis zu 100 Watt und natürlich auch alle USB-Geräte oder 12 Volt Geräte betreiben. Habe auch zusätzlich noch eine Lampe, die haben wir gerade gesehen. Und ich habe die Möglichkeit, das ganz ohne Strom
wieder aufzuladen. Sobald die Sonne aufgeht, stelle ich dieses Solarpanel einfach in Richtung Sonne, schließe es an mein Powerpack und es wird dann Kraft der Sonne hier mit 80 Watt Leistungsaufnahme des Solarpanels wieder aufgeladen. Also für mich ist das ein Einstiegsmodell, für Camper sowieso, für die Freizeit, aber auch ein gutes Zweitgerät, weil 100 Watt, das unterschätzt man, wenn ich jetzt einen großen und ein Aggregat draußen habe, unten die Heizungsanlage und die Kühlschränke und die Notversorgung habe, dann brauche ich vielleicht aber oben auch mal eine Stehlampe oder ich will einfach meine Ruhe haben und ein bisschen Musik hören, möchte meine Stereoanlage laufen lassen. Das sind nur so kleine Beispiele, dann habe ich auch dafür die Möglichkeit. Also viele greifen eben zu einem Zweitgerät, welches dann ein bisschen leistungsschwächer ist oder auch handlicher ist, um es mitzunehmen, um es überall einzusetzen. Und dann ist diese Kombination für relativ kleines Geld natürlich genau richtig. Natürlich für den Falle eines Stromausfalls oder im Falle eines viel zitierten Blackouts oder neuerdings also eben auch ein gerne gewählter Brownout, wie man es immer wieder der Presse entnehmen kann, also für partielle Stromausfälle oder bewusste Abschaltungen, um einen eventuellen Blackout zu vermeiden, aber natürlich eben auch an anderer Stelle sinnvoll und gerade über die Steckdose, die 230 Volt Steckdose, können Sie eben dann gerne auch mal vielleicht mal an das nächste Frühjahr, an den nächsten Sommer denken, einfach mal, wenn Sie draußen sitzen, egal ob im Café, am Baggersee oder auf der Terrasse, auch mal Ihren Laptop wieder mit Strom versorgen. Mehrere USB-Anschlüsse sind mit dabei, Hohlsteckeranschlüsse, sogar mit so einem 12-Volt-Adapter, mal für eine Kühlbox oder was. Also da hat man definitiv einen ordentlichen Leistungsüberschuss, 180 Watt gesamt, bis zu 100 Watt an der Steckdose und Sie können hier gerne bis zu 7 Anschlüsse gleichermaßen belasten, also gleich mehrere Geräte gerne zusätzlich aufladen. Und du hast das eben so locker, so mit zwei Fingern so hochgehoben. Die Solarpanels sind sehr robust. Wiegen aber trotzdem sehr wenig, ne? Die sind sehr leicht. Ja, natürlich. Also sie sind handlicher und das ist für Campingleute ganz wichtig, weil da geht es um jedes Gramm, das man zulädt und auch um Platz. Braucht also wenig Platz. Sie sehen das, auch das Kabel ist hier integriert, zusammengerollt und im Notfall auszurollen mit den Adaptern und anzuschließen. Ich kann es quer hoch aufs Dach legen, ganz egal wie, beim Camping ans Reserverad stellen, draußen vielleicht auf dem Balkon aufstellen oder vor die Tür, legt die Kabel rein und weiß dann immer, mit jedem Sonnenstrahl gibt mir wieder ein bisschen Energie zurück. Und rein theoretisch bist du ja damit, ich sag mal, könntest du ein Jahr in den Dschungel gehen. Ja? Wenn da Sonne hinkommt, kannst du jeden Tag hier mit dem Solarpanel den Strom wieder aufladen und abends entnehmen. Ja? Also das ist einfach eine tolle Sache. Hier, wie gesagt, im kleinen Rahmen für kleine Geräte bis zu 100 Watt. Aber das kann unter Umständen schon sehr viel weiterführen. Zum Beispiel, ich sage jetzt nochmal eins, sollte das Internet noch gehen, müsste natürlich auch Ihr WLAN-Router gehen. Und der funktioniert nicht ohne Strom. Der braucht vielleicht 20 oder 30 Watt. Das ist nicht die Welt. Das ist recht wenig Strom. Aber die musst du erstmal haben. Aber wenn der nicht da ist, ist es verdammt viel Strom. Ja. Und für solche Sachen, und da sehen wir sogar mal für kleinere Geräte in der Hobbywerkstatt, die vielleicht gar nicht mit Strom ausgestattet ist, wenn es heiß ist, der Ventilator oder auch mal eine kleine Bohrmaschine, eine Säge oder ähnliches. Die Musik, das Radio, all das geht. Wie gesagt, auch den Laptop kannst du hier mal wieder aufladen, ohne irgendwelche zusätzlichen Adapter, ganz einfach übers Ladekabel, das man hat. Und ich glaube, es gibt da ganz, ganz viele Anwendungen. Übrigens hat uns auch ein junger Mann geschrieben, er hat gesagt, er hat einen Elektrorollstuhl und er nimmt genau dieses Teil, um die Reichweite seines Akkus erheblich zu erweitern. Das ist clever. Warum? Wegen der Größe und wegen des Gewichts, da kann er keine 10, 15, 20 Kilo irgendwo einladen. Ja. Das Gerät hat in dem Fall auch Platz. Also Sie sehen, die Anwendungen sind wirklich viel, vielfältig. Ja, und Sie werden feststellen, dass wenn Sie mal so ein Gerät zu Hause haben, so eine mobile Steckdose, was hier immer noch so ein bisschen wie Science-Fiction klingt, werden Sie sicherlich viele Anwendungsbereiche finden. Ob das mal eben ein Ventilator ist im Sommer, ob das mal eben eine Stehlampe ist, die man betreiben möchte, den Laptop, den man komfortabel aufladen möchte, ohne gleich hinter das Sofa zu krabbeln, um die Steckdose zu benutzen. Das sind so verschiedenste kleine Anwendungsbereiche, die man eigentlich immer erst dann zu schätzen weiß, wenn der Strom aus der Steckdose vielleicht mal nicht so wie gewohnt zur Verfügung steht. Für den Indoor-Bereich genauso geeignet wie für den Outdoor-Bereich. Spätestens im nächsten Frühjahr werden auch wieder unsere Camper wieder zugreifen. Ich behaupte, dass jetzt auch in der Vorweihnachtszeit viele, gerade jetzt im Winter, bei solchen Geschichten zugreifen werden. Aktuell noch lieferbar für 247 Euro knapp, Porto und Versandkosten frei. Mit der NX 2457 und der 569 natürlich mit dem 60 Watt
Solarpanel. Wir haben einen weiteren Powerpack, einen weiteren Energiespeicher für Sie. Und da sind wir jetzt von der Leistungsdichte noch mal ein bisschen besser aufgestellt. Auch das ist ein sehr interessantes Gerät. Und natürlich auch wieder eine Kombination, auch wenn es jetzt im ersten Moment nicht aussieht. Das ist einmal der Stromspeicher und das hier, was hier hinten dran steht. Das ist Ihre Solaranlage. Das ist ein Solarpanel, jetzt noch zusammengefaltet. Ich werde es aber gleich zeigen. Ja. Ja, kommen wir aber erstmal zu dem Gerät. Jetzt sind wir bei weitem mehr als bei kleinem Strom. Was wir hier auch sehen, ist ein übersichtliches Display. Ich muss es nur einschalten. Wir sehen den Füllstand. Ja, und wir sehen hier unten auch die Anschlüsse 12 Volt und auch USB. Aber das Wichtige ist natürlich wieder hier. Ich meine jetzt nicht den Scheinwerfer, den ich natürlich auch jederzeit nutzen kann, sondern diese Steckdose. Und hier können wir jetzt Geräte, also 230 Volt Wechselstromgeräte, bis zu 600 Watt betreiben. 600 Watt, das ist eine Menge. Und jetzt hatten wir vorhin mal die Heizung angesprochen. Und dieses Gerät zum Beispiel würde bei mir zu Hause absolut ausreichen. Ich habe mal geschaut, das Steuermodul braucht bei mir maximal 160 Watt. Mhm. Plus die Pumpen, wenn die laufen, ja, die wir auch brauchen für eine Heizungsanlage, dann bin ich bei 400 bis 450 Watt Maximalbelastung. Heißt hinstellen und dann kann meine Heizung stundenlang laufen. Hier, und das Solarpanel ist auch sehr interessant gemacht. In dieser Tasche sind alle Anschlusskabel, das ist aufgeräumt. Aber wir schauen auch mal auf die Technik. Sie sehen hier, wird einfach aufgekippt und jetzt sehen wir hier das Ganze mit Standfüßen übrigens. Und das kann ich jetzt irgendwo hinstellen, auf der Terrasse, im Garten draußen und habe jetzt hier eine Leistungsaufnahme von 80 Watt. Ja. Das heißt, jetzt wird auch wieder durch die Sonnenenergie das zurückgeführt, was ich hier entnehme. Und das ist einfach eine perfekte Kombination. Also wir haben auch, um Missverständnisse zu vermeiden, wir haben unsere Powerpacks auch einzeln. Aber die allermeisten, über 80%, entscheiden sich gleich zu solchen Sparpacks, also inklusive Solarpanel. Und es ist auch wirklich, gerade auch bei den Strompreisen jetzt, macht es Sinn. Weil selbst wenn nichts passiert und ich nur tagtäglich hier ein paar Watt aufnehme, hier drin speichere und abends einen Teil meines Haushaltsstroms aus unseren Powerpacks entnehme, spare ich tagtäglich bares Geld. Ja? Ja, also es sind auch Geldsparmaschinen. Man kann, wenn man das geschickt anstellt, auch hiermit wirklich jeden Tag Geld sparen und sich jeden Tag freuen. Und sollte es dann wirklich mal zu einem Blackout oder Brownout kommen, wie jetzt viele sagen, dann habe ich meine kleine, du hast es vorhin Stromversicherung genannt. Ja. So, jetzt hatten wir heute eine Diskussion in der Firma, da ging es um das Thema Brownout. Es wird gezielt, werden dann Regionen oder auch große Firmen abgeschaltet. Und dann kam die Diskussion, ja, wird das angekündigt. Und dann bin ich der festen Meinung, das kann nicht angekündigt werden. Man sieht, es ist viel zu viel Energie, die gebraucht wird. Ich muss irgendwo abschalten. Und das ist für mich dann wahrscheinlich eine Entscheidung von ein paar Sekunden, vielleicht Minuten. Also man kann sich da auch nicht drauf vorbereiten. Nur es wird dann gezielt gemacht, um den großen Blackout zu vermeiden. Ja. Aber wenn es gerade bei Ihnen ist und Sie dann komplett im Dunkeln stehen, dann kommt der Moment, wo du sagst, hätte ich doch nur ein paar Euro investiert, dann hätte ich jetzt zum Beispiel dieses kleine Sonnenkraftwerk bei mir zu Hause und wenigstens in dem Fall, den ich vorhin genannt habe, wenigstens die Heizung würde weiterhin funktionieren und meine Frau, meine Kinder haben warme Füße und können auch, wenn es sein muss, warm duschen. Und wie wichtig das ist, wissen Sie, spätestens eine halbe Stunde, nachdem der Strom aus der Steckdose eben mal nicht mehr so fließt, wie Sie das vielleicht aus der Vergangenheit gewohnt sind. Klein und kompakt zusammenfaltbar, zur Not kann man es auch hinhängen. Da sind diese Karabinerhaken mit dran, diese kleinen Laschen. Dementsprechend also auch mal für den Campingbereich ganz interessant. Das kleine Gerät an sich, der Energiespeicher an sich. Klein, kompakt und handlich und mit bis zu 600 Watt zu belasten. Natürlich auch entsprechend transportabel mit dem Griff und so weiter. Und Sie werden überrascht, wie robust diese kleinen Kerlchen sind. Die halten also wirklich mal eine ganze Menge aus. Oh ja. Aktuell übrigens auch lieferbar für 542 Euro knapp mit der ZX3021 und der 569 Porto und versandkostenfrei in wenigen Tagen bei Ihnen. Jetzt sind wir aber mal in einen Bereich angekommen, wo man ohne weiteres also auch schon mal von einem Hausstrom sprechen kann. Mhm. Diesen wunderschönen Vertreter seiner Art können wir jetzt sogar mit bis zu 2000 Watt belasten. Das ist schon mal eine Riesenmenge. Ja, und jetzt kommen wir zu unseren zwei beliebtesten Stromspeichern, Powerpacks. Erstens mal natürlich aufgrund der Leistungsfähigkeit, Carsten hat es gerade schon angesprochen, hier kann ich allein über die 230 Volt Steckdosen zwei Geräte bis zu 2000 Wattstunden lang betreiben. Wir haben 1456 Wattstunden Kapazität und hier das
Wichtigste. Natürlich für mich die wirklich tolle Akkutechnologie. Ja. Lithium-Eisenphosphat-Akkus, die sich auszeichnen durch verschiedene Optionen. Das ist einmal Sicherheit, ja, dann zum Zweiten ist es Umweltverträglichkeit, weil wesentlich weniger hier seltene Erden bzw. Schwermetalle verarbeitet werden und natürlich durch hohe Kapazität und Langlebigkeit. Langlebigkeit, 2000 Ladezyklen, sagt der Hersteller. Und wenn ich jetzt so ein Gerät tagtäglich benutzen würde und müsste es jeden dritten Tag aufladen, käme ich auf ungefähr, ich sag mal, 100 Ladezyklen pro Jahr. In diesem Rechenbeispiel wären 2000 Ladezyklen 20 Jahre Dauerbetrieb ohne Kapazitätsverlust. Aber auch hier haben wir natürlich nicht nur dieses Gerät allein, sondern wir zeigen Ihnen jetzt, wie einfach es ist, ein Sonnenkraftwerk aufzubauen. Ja. Diana, willst du oder soll ich? Ja, gerne. Weil da sprechen wir von unserem größten momentan mobil einsetzbaren faltbaren Solarpanel, bis zu 240 Watt Gesamtausbeute hole ich da raus. Natürlich bei direkter Sonneneinstrahlung, das ist klar. Aber mobiler kann ein großes Solarpanel doch gar nicht mehr sein. Ja, und jetzt nicht, wir zwei sind keine Gentlemen, sondern Diana macht das erstens mal gerne. Und es ist kinderleicht aufgestellt in Richtung Sonne, bei uns jetzt Richtung Scheinwerfer. Selbst die würden schon reichen, um Strom aufzunehmen. Standfüße sind integriert. Und jetzt heißt es ab diesem Moment praktisch ihr eigenes Sonnenkraftwerk. Jetzt brauchen wir das Kabel noch. Und dann haben wir das Adapterkabel, das ist ganz, zeige ich Ihnen auch mal kurz, ist dabei. Der Anschluss an unsere Solarpanel hat sogenannte MC4-Stecker und da ist das Gegenstück und wir haben an unseren Powerpacks den Eingang Anderson. Ja. Haben wir hier, klack, klack. Und da haben wir jetzt jeder nur in eine Richtung, kann man nichts falsch machen. Genau. Jawohl. Insgesamt 5 Meter Kabel und jetzt stecke ich das einfach ein hier und da kann man auch nichts falsch machen, weil es farblich gekennzeichnet ist und in diesem Moment ist Ihr eigenes Sonnenkraftwerk fertig, das auf dem Balkon drapieren von mir aus oder dort wo Platz ist und das da, wo Sie Strom brauchen. Sie haben ja 5 Meter Reichweite. Und jetzt ist man versorgt. Das ist cool, oder? Hast du gesehen, wie schnell das ging? Zack, 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 eben aufgebaut, Stecker dran, zack, und schon ist die Stromversorgung da. Ja, und genauso schnell ist es auch wieder abgebaut. Ob das im Garten ist, ob das auf dem Balkon, auf der Terrasse ist, spielt keine Rolle. Ob das vor der Kellertür ist, weil Sie die Heizung damit betreiben, spielt auch keine Rolle. Es ist so einfach, wie es aussieht und gibt Ihnen und Ihrer Familie die Sicherheit, egal was kommt. Ich habe mal die Grundlast, also meine Grundversorgung. Hier sehen wir zum Beispiel, ich kenne diese Kochplatte, die hat 1000 Watt, du kannst also auch kochen. Ja, ja. Denken Sie fürs Kochen auch an die Wasserkanister, die wir vorhin hatten. Ja, weißt du, da macht man, gerade wenn man ein bisschen kleinere Kinder hat, sollte es wirklich so weit kommen, machen Sie einen Abenteuerurlaub draus. Ja, lassen Sie sich nicht den Ernst der Lage erkennen, sondern sagen Sie, kommt, wir gehen mal raus, wir spielen Cowboy und Indianer, darf man heute nicht mehr, aber Sie wissen, was ich meine. So ein bisschen, mal ohne Licht. Ja, genau, so ein bisschen Abenteuer, das Charakter machen und eben einfach die Sicherheit für seine Familie nach Hause holen mit dieser Kombination, die ich genial finde. Und das geht mit einer Belastung mit bis zu 2000 Watt. Natürlich können Sie aufladen und Strom entnehmen gleichzeitig. Sie können gerne alle Anschlussmöglichkeiten, egal ob die 12 Volt oder die 230 Volt, gerne gleichzeitig belasten. Und jetzt kommt die beste Nachricht bei dem Gerät. Es ist aktuell lieferbar und das sogar noch mit ungefähr 90 Euro Preisvorteil gegenüber dem sowieso schon günstigen Preis unserer Kollegen von Pearl.de, Solarpanel und Energiespeicher oder Powerpack oder Energiekoffer, je nachdem, wie Sie es nennen möchten, in einem. So, wir kommen zu unserem Klassenprimus. Wir haben mal festgestellt, ein kleines Monsterle. Ein kleines Monsterle, würde der Schwabe sagen. Ja. Ein Strommonsterle, würde ich sagen. Ja. Aber es ist unser erfolgreichstes, leistungsstärkstes, größtes Powerpack, das Warme. Das hat für mich zwei Gründe. Erstens mal sagen viele, wenn schon, dann soll es das größte Leistungsstärke sein. Leistungsstärkste, wir haben hier nochmal eine Schippe draufgelegt, 10%. Geräte bis zu 2200 Watt kann ich hier permanent betreiben unter Dauerstrom mit einer Kapazität von 2240 Wattstunden. Aber was für mich der zweite Grund ist, selbst für einen Stromlaien, das sind die meisten, ist es übersichtlich, was dieses Gerät macht. Und zwar sehen Sie das Display hier. Und zwar sehen wir hier, ganz wichtig, es steht jetzt überall 0. Warum? Weil ich nichts angeschlossen habe. Aber habe ich Wechselstromgeräte angeschlossen, steht hier die entnommene Leistung, also wie hoch ist die Wattzahl. Hier bei Gleichstrom, da zählt übrigens auch USB-Strom dazu. Da sehen wir, was kommt Strom rein. Einmal über PV, also Photovoltaik oder Solaranlagen, einmal über die Netzspannung, je nachdem, was ich angeschlossen habe. Und was für mich noch am wichtigsten ist, und das macht es übersichtlich, sind diese drei Anzeigen hier. Einmal der Füllstand. Hier unten steht bei gleichbleibender Belastung, also was ich gerade entnehme, wie lange hält der Strom noch im Notfall, wenn ich sage, oh, die Sonne geht
steht erst wieder in 3 Stunden auf, da steht 2 Stunden. Ich muss ein bisschen reduzieren, auf was kann ich verzichten? Also du kannst da sehen, was muss ich tun, damit der Strom die ganze Volles Nacht Management, hält. Ja. Oben sehen wir, wie lange geht es noch zur kompletten Aufladung. Und das beantwortet eine vielgestellte Frage, wie lange braucht dieses Gerät mit einem Solarpanel, bis es aufgeladen ist? Also hier ist natürlich in der Kombination wieder unser faltbares, mobiles 240 Watt Solarpanel dabei. Aber man kann die Frage, wie lange es geht zum Aufladen, nicht seriös beantworten, weil das hängt von so vielen Faktoren ab. Wie ist Ihr Garten? In welche Richtung? Süden, Südosten, Südwesten oder gar im Norden stellen Sie Ihr Solarpanel oder haben Sie die Möglichkeit? Wo wohnen Sie? In Flensburg oder am Kaiserstuhl? Mhm. Das sind ganz andere Sonnenverhältnisse. Aber dieses Gerät beantwortet die Frage, weil es zeigt Ihnen, wie lange es geht, wie viele Sonnenstunden Sie noch brauchen. Jetzt ist ganz wichtig, Sie sehen, in wenigen Tagen endlich wieder lieferbar. Anfang Dezember. Aber diese Lieferung ist schon zum Großteil vorbestellt. Auch hier sehen wir übrigens eine Kreissäge. Die braucht 1800 Watt. Wenn wir jetzt genau hinschauen, sehen wir das auch im Display. 1794 oder so. Aber du siehst, das geht problemlos. Ja. Ganz wichtig, jetzt bitte vorbestellen. Sie sichern sich 2 Sachen. Erstens mal, dass Sie dieses Jahr noch berücksichtigt werden können. Und zweitens sichern Sie sich den noch günstigen TV-Sonderpreis. Und da braucht man kein Prophet sein. Der wird allerhöchstwahrscheinlich im nächsten Jahr teurer werden. Wie viele Sachen teurer werden. Und hier bitte clever sein, jetzt vorbestellen. Ja, fand ich in dieser Kombination natürlich unglaublich beliebt. Also unser Stromspeicher hier, unser Energiekoffer, der Ihnen meines Erachtens auch wirklich also viele Sorgen ganz einfach wegnimmt, in Kombination mit unserem 240 Watt Solarpanel, mit dem derzeit größten Solarpanel, was wir mobil anbieten dürfen, das zu einem Preis deutlich unter 2.500 Euro. Da müssen Sie normalerweise doch deutlich, deutlich tiefer in die Tasche greifen. Und wie Ralf das richtig sagte, der Bestand ist jetzt schon zu einem Großteil vorbestellt und es wird definitiv bis ins Frühjahr dauern, bis wir da entsprechend nochmal nachlegen können. Deswegen bitte, wenn Sie es haben möchten, auf jeden Fall zugreifen. Danke fürs Interesse und ich glaube, damit sind Sie für Notfälle bestens gewappnet.